Heute würde man den Wähler, den dummen Wähler, der immer noch rot-grün, also CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP wählt, würde man ja diese Flüchtlingssteuer, die man bräuchte, nicht Schaumweinsteuer. Und die Altparteien, korrupt wie sie sind, schicken asoziale Betrunkene ihre Stammwähler dort stehend, um hier gegen die Wahrheit, die niemand hören möchte, anzuschreien. Wir werden deswegen nicht unser Maul halten. Wir werden unser Recht auf Meinungsfreiheit wahrnehmen. Und ihr seid es, die die Sozialparasiten sind, weil ihr noch nie einen Cent Steuern erwirtschaftet habt. Ihr lebt in der Vereinsmafia, in der Politmafia, in der Hoffnung, Jobs zu kriegen. In der SPD zum Beispiel werden die über diese Hoffnung langsam begraben, einen steuerfinanzierten Job zu bekommen. Aber die Probleme gibt es natürlich schon lange. Wir kommen zum Ende unserer Veranstaltung. Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 1851, hat es in deutsche Verzweiflung sehr gut beschrieben. Er hat auch unsere Nationalhymne gedichtet, die Linksgrüne ändern wollen, weil Einigkeit, Recht und Freiheit ihnen gegen den Strich geht. Deutsche Verzweiflung in Angst und bürgerlichem Leben wurde nie eine Kette gesprengt. Hier muss man schon mehr geben. Die Freiheit wird nicht geschenkt. Es sind die glücklichen Sklaven der Freiheit, größter Feind. Darum sollt ihr Unglück haben und spüren. Jedes Leid, nicht Mord, noch Bann, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen stärker, soll es von Wirkung sein. Die Welt zu besseren werden, sollt hungern, alles Mann, zum Blühen und zu schnell gefühlt sein. Es kann doch nicht an dir lieben, sind handlich daran, dass ihr es Kurzzeit geben. Nun schwere das. Was dann? Vielleicht erwacht noch in euch ein neuer Geist, ein Geist, der über Nacht noch euch hin zur Freiheit reist. Ihr seht, was die Altparteien, CDU, SPD, Grüne und Linke aufbieten. Gewaltbereite Spinner, Asoziale, die dafür sorgen sollen, dass Meinungsfreiheit im Keim erstickt wird. Wir werden es die Fahne der Demokratie und Meinungsfreiheit auch weiterhin emporhalten. In 2 Wochen Montag wieder, Riebeckplatz 18 Uhr. Auch am 20. Juli, Stauffenberg, da stehen wir ab 12 am Riebeckplatz. Und da sehen wir die Demokratiefeinde, welche die Altparteien zusammenbringen, mit Steuergeld finanzieren, um Demokratie im Keim ersticken zu lassen. Wir sehen uns